Und damit willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Es geht... Autsch. Es geht weiter gegen die Commodore Brothers. Das ist der nächste Bosskampf, der hier auf uns wartet. Okay, schnell rüber. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, schwer ist der Bosskampf nicht, aber... Na gut, dann sage ich es halt jetzt. Schwer ist der Bosskampf nicht gewesen. Ha, das ging sogar ganz gut. Hey, keine 2 Minuten im Game und schon haben wir einen Boss gelegt. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich den vielleicht schon in der letzten Folge gemacht. Aber gut, dann haben wir uns den für diese Folge aufgehoben und können nun auf die nächste Ebene hochsteigen. Na, auf geht's. Oh, und hier wird's regnerisch. Road to Ruin, Bear Down. Sever or Water. Achso, Sever or Later. Okay. Oh. Gut gemacht, Crash. Die Commodore-Brüder waren dir nicht gewachsen, aber jetzt bloß nicht übermütig werden. Es sind noch viele Kristalle zu bergen. Denk daran, die Welt zählt auf dich. Ja, ich glaube, Crash peilt nicht mal das. Ich meine, jemand, der sich permanent am Kopf kratzt, während andere Menschen mit ihm reden. Ha, weiß nicht, sagte ich und kratzte mich auch nochmal kurz am Ohr. Sehr gut. So, Plant Food ist das nächste Level. Och nee. Nein! Oh Mann! Das darf doch nicht wahr sein. Warum versage ich jetzt bei den anfänglichen Sprungpassagen des Levels? Wow! Okay, auf geht's. Nein, jetzt springe ich auch noch zu weit. Und wir haben, glaube ich, jetzt 0 Leben. Ja, wir haben 0 Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut, wenn wir ein Game Over haben, beginnen wir direkt hier wieder. Sehr gut, Boss gelegt und direkt ein Game Over dahinter. Game Over. Ja, ja, lach nicht so hämisch. Ich finde es aber interessant, dass Uka Uka in den ersten 2 Teilen scheinbar gar nicht auftaucht. Aber trotzdem wurde derselbe Game-Over-Screen beibehalten. Weil eigentlich, das ist so das böse Pendant, oder ich glaube sogar der böse Bruder von Aku Aku und seinem netten Begleiter. Genau, jetzt klappt's direkt, ne? Das Spiel wollte nur, dass ich ein Game Over habe. Alles klar. Oh nein! Doofe Strudel! Okay, das Zeitlimit wird doch nochmal zurückgesetzt.
Mann. Zwei Strudel nebeneinander und direkt dahinter zwei Minen. Oh Mann. Hey Mann. Wo soll ich denn da sonst vorbei? Ganz links vom Strudel halten vielleicht oder ganz rechts. Hey. Ich habe doch einen Akku gehabt. Ach so, nee, der war für... Ach, der war davor. Oh, Mann. Komm schon. Ja, klar, okay, gut. Okay, sehr schön. Geht doch. Weg. Yes. Ab in den Bonuslevel. Leute, nicht noch ein Game Over Screen. Oh nein! Warum springt er denn da noch weiter? Okay, gut. Ah, deswegen warte ich manchmal, bis die Kisten komplett weg sind, ehe ich so einen Checkpoint oder so abgrase. Weil sie manchmal auch ganz gern wieder spawnen. Okay, auf geht's. Ja, also Bonuslevel, das ist nicht schlimm. Wenn man hier mal stirbt, ihr wisst ja, man verliert hier keine Leben, also entspannt. Okay, gut, zwei Leben bekommen. Ach so, gut, ich dachte schon, ich hätte immer noch nur eins. Okay, gut. Zwei Leben bekommen, jetzt haben wir drei. Sehr schön. Jetzt hat das Spiel es auch aktualisiert. So, und jetzt haben wir auch vier. Sehr schön, die Wumperfrüchte. Hauen mächtig rein. Danke. Hey, was bringt's mir noch weiterzugehen hier? Ach, ganz simpel, ich krieg hier die Kisten jetzt. Okay, für so viele Wumperfrüchte hat sich das auf jeden Fall gelohnt, wenn ich jetzt auf dem Rückweg nicht sterbe. Oh nein, bitte nicht! Yes! Vorbeigekommen. Oh, das sind tatsächlich alle Kisten gewesen, obwohl ich dieses eine Zeitlimit nicht geschafft hatte. Yay! Und nach einem Game Over kommt auch direkt der erste klare Kristall. Heute gibt's alles in der Folge. Heute haben wir wirklich alles, was es nur gibt in Crash Bandicoot. Vielleicht auch ein Zeitrun oder auch nicht, aber trotzdem, wir schaffen die nächste Ebene vielleicht. Nein, vielleicht auch nicht, aber hey, wir haben es bis jetzt hinbekommen. Ein Game Over zu schaffen, Boss zu schaffen und einen klaren Kristall zu bekommen. Ja, wahrscheinlich gibt es den gelben Kristall, wenn man dieses Zeitlimit unterbietet. Die Frage ist nur, wohin musst du bis dahin kommen? Weil ich glaube, dass es irgendeine Bonusebene immer ist, die dann irgendwann immer verblasst. Aber ja. Ich bin da auch ein bisschen überfragt, glaube ich.
Ist hier kein Aal? Oh Mann! Sehr geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich mit dem Fuß sogar gerade mein Mikrofon weggeschoben. Also, das Mikrofon hier, Stativ, wie heißt es? Mikrofonständer, glaube ich. Hey! Oh, das ist gemein, die Ebene sinkt ja ab. Oh, danke. Ja, danke. Gut, wusste ich nicht. Oh, der Typ wird seinem Flammenwerfer wieder. Geschafft. Na, wäre ich ohne Tod hierher gekommen, hätte ich vielleicht die Bonusebene schaffen können. Oh Mann, was ist denn da los? Okay, gut. Nein! Okay, das Ganze wirkt jetzt extrem bedrohlich hier. Uiuiui, was ist denn das für ein Bonuslevel? Die ganz normale Kriechanimation braucht echt keiner. Ich frage mich, ob das so gewollt ist, dass man mit dem Bauchklatscher nochmal ein bisschen höher kommt. Moment, hier fehlt irgendwas. Ach so, 6 Nitro-Kisten, okay. Ja, ja, klar. Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Zumindest ist das ein bisschen Kopfsache, dass man das immer im Blick hat. Weil natürlich, ich finde es fast schon verwirrender, wenn es hier nur 2 Dingens gibt. Und am verwirrendsten finde ich es, wenn es nur einer ist. So. Nee, denn wie ihr wisst, gab es in Crash Bandicoot 1 noch keine Nitro-Kisten. Weswegen man erstmal umdenken muss, was das angeht. Aber scheinbar muss man hier nicht so gut zielen, sondern man kriegt automatisch einen, wenn man den Dreher macht. Oh, cool. Schon wieder so eine Weggabelung, Mann.
Moment, das ist das Ende des Levels. Okay, cool. Nichts kann uns mehr was anhaben. Und wir haben den zweiten klaren Kristall für heute. Yes, Leute, sauber. Also es ist doch so, dass in Crash 2 man eher die klaren Kristalle bekommt als in Crash 1, denn ich glaube, wir haben jetzt schon genauso viele wie im ersten Teil bekommen. Okay, cool. Ja, das läuft ja alles schon mal prima. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal den nächsten Level an. Buah. Einfach zu gut. Ob er sich das Ding aus dem Ohr haut oder ob er es sich aus dem Mund zieht oder aus der Hose hinten. Crash, so ein Glück! Ich habe Cortex Computer gehackt und detaillierte Pläne für einen verbesserten Cortex Vortex und eine sehr suspekte Raumstation gefunden. Ich bin nicht sicher, aber Cortex versucht möglicherweise... Hör auf deine Schwester, Crash. Hör auf deine Schwester. Tut er ja eh nicht. So, dann würde ich sagen, Bear Down. Gehen wir mal zu dem Level hier. Tippe Rennen vor einem Sprung, um weiter zu springen. Tippe Rennen vor einem Sprung an. Ist damit das ganz normale Laufen gemeint? Weil in Crash Bandicoot 3 gab es tatsächlich Rennen. Das weiß ich noch. Oh Mann, nein, bitte nicht. Ich habe nur noch 6 Leben. Ach, okay, gut, das ist für die Level hier gemeint. Ah, okay, gut, ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt ergibt das Ganze Sinn. Auf welcher Taste war denn nochmal? Viereck oder... Ich habe jetzt Viereck gedrückt. Ich glaube Kreis. Okay, ja. Kreis. Oh, okay, gut. Da versuche ich mal die mittlere Ebene zu überspringen. Und richtig zu landen. Weil das Überspringen haben wir jetzt schon hier hinbekommen. Wow. Nein! Warum rennst du direkt in die TNT-Kiste rein, Dave? Ich muss aber auch sagen, die Kisten sehen alle so rot aus. Also wirklich, die haben halt alle, sogar in den Eislevel, so eine optische Wirkung. Dass man sie teilweise nicht mal so unterscheiden kann, wenn man so richtig, richtig schnell unterwegs sein muss. Thank you.
Okay, sehr gut. Wow, Moment mal. Okay, gut, ich muss mich hier beeilen. Das wollte ich nochmal herausfinden. Aber was steckt denn da bitte? Der letzte Abschnitt hier ist eh nicht so schwer. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt ungefähr 10 Mal hier. Es wäre natürlich echt schön, wenn die Kamera jetzt umblenden würde. Moment, was ist denn jetzt los? Also wir haben den Kristall, aber... Wo sind wir hier? Was? Moment mal, was ist hier gerade passiert? Das ist sogar nochmal eine Stufe drunter. Aber Road to Ruin beispielsweise? Das war doch ein Level, den wir hier auch irgendwo gesehen hatten, oder? Moment mal, Road to Ruin? Genau. Ey, ich bin gerade so unfassbar irritiert. Moment mal, ich gehe nochmal raus aus dem Level. Ich muss das jetzt mal gerade verstehen. Was ist da gerade passiert? Vielleicht ist meine Erinnerung an Crash 2 viel zu stark verblasst. Aber ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade gemacht haben. Haben wir irgendwie eine Geheimwelt in Anführungszeichen freigeschaltet? Oder was haben wir hinbekommen? So, Bear Down. Hier haben wir auch den lila Kristall bekommen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt zweigeteilt großartig. Ich verstehe das echt nicht. So, das ist die erste Ebene gewesen und hier haben wir... Ich gehe mal hier zu Aircrash rein. Was in aller Welt soll das? Ist das jetzt vielleicht ein etwas anders angeordnetes erstes Aircrash-Level? Weiß ich nicht. Es kann gut sein. Danke, dass ihr mir so viele extra Leben gebt, aber mir nicht mitteilt, wie ich hochkomme. Okay, ich bin immer noch unfassbar irritiert. Das ist jetzt ein komplett neues Level. Ich muss mich wohl im Internet irgendwie dazu einlesen, weil ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ey Mann, ich bin doch letztes Mal durchgekommen. Ah Moment, jetzt verstehe ich's. Ich muss einfach hier rüberspringen, um da drauf zu kommen. Ja, ja, klar. Als würde ich das hinbekommen. Gott, oh Gott, oh Gott. Die Kurve hat vorhin funktioniert. Ich bin so schlecht.
dann machen wir es halt so auf die langweilige Methode. Oder auf die funktionierende Methode, könnte man in dem Fall auch sagen. Ah, okay, hier geht's weiter. Oh, nee, oder? Jetzt muss ich ganz... Ja, okay, gut. Okay, den Level nehmen wir nochmal mit. Level. Okay, so weit, so gut. Ich hatte mir gedacht, okay, das seien vielleicht... Nein! Eine Zehntelsekunde zu früh. Das seien irgendwie super schwere Level. Ich verstehe gerade immer noch nicht... Ist das eine veränderte Variante von Aircrash? Ich muss nämlich ehrlich zugeben, dass ich mir die gesamte Levelarchitektur da nicht merke, weil ich erinnere mich da noch an die Kiste, die es dort hinten gibt. Ah, und das war das, oder was? Ja, das Doofe mit den Kisten, ne? Oder das super Spannende mit den Kisten, eher gesagt. Oh nein! Ja, es könnte tatsächlich exakt der Level sein. Aber die Frage ist halt nur, hat sich irgendwas geändert? Hat sich irgendwas geändert? Weil die können doch nicht eine ganze Stufe hinzufügen und dann einfach nur sagen, ja, ihr habt jetzt nochmal dieselben Level, aber ihr habt halt einen anderen Auswahlbildschirm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach so gemacht wird. Spielt einer von euch das Spiel oder hat jemand von euch Crash 2 mal gespielt? Klärt mich bitte auf, weil ich bin gerade ein bisschen ratlos, merkt man vielleicht. Ho, alle Wumperfrüchte gesammelt, das extra Leben bekommen und fast wieder runtergefallen. Mann. Aber das war auf jeden Fall ein bisschen anders angeordnet. Da bin ich mir sowas von sicher, dass diese Kiste im Wasser irgendwo anders war. Ja, aber hieran erinnere ich mich zum Beispiel auch wieder. Oh nein! Okay, gut. Nur Akku verloren. Dann hat es sich erst recht gelohnt. Okay, da muss man wahrscheinlich auch rüberspringen. Oh Mann. Ich denke mir immer, okay, wenn ich mit dem Boost rüberkomme... Jetzt muss ich mal überlegen, kann ich hier rüberspringen? Ja, gut. Die Frage hätte sich erübrigt. Kann ich da mit der Kante rüberspringen? Nee, das ist... Gut, dass ich meine Leben so stark wertschätze, ne?
Ja, man möchte es ja herausfinden. Man ist ja ein Abenteurer. Die Macher von Crash Bandicoot haben ja später auch Uncharted gemacht. Und natürlich würde beispielsweise Nathan Drake sagen, hey, natürlich versuche ich zu entdecken, was hier Sache ist. Oh Mann, war das knapp. Okay, warum gab es da nochmal einen Checkpoint? Ja, also, ich bin irritiert. Ich bin höchst irritiert. Und ihr versteht wahrscheinlich auch, warum. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Warum sind wir hier nochmal im Untergeschoss gelandet? Warum sind wir hier im Untergeschoss? Was für einen Sinn und Zweck soll das Ganze haben? Und ich komme halt hier oben wieder raus. Moment, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich komme hier oben wieder raus. Warum? Und ich meine, der Geheimraum ist auch nicht so krass cool. Weil ich jetzt nirgends mehr hin kann. Was? Außer zu Aircrash. Sie haben auch keine Gemeinsamkeiten, die Räume. Also hier gibt es keinen Edelkristall beispielsweise. Hier gibt es auch keinen lila Kristall. Und hier gibt es nochmal einen roten Kristall. Aber zwei... Moment, hier gibt es auch nochmal einen anderen Kristall. Außer dem normalen Clan, aber... Ey Leute, ich glaube, wir sollten das Level an dieser Stelle oder das Spiel an dieser Stelle mal beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und vor allem bei der ganzen Verwirrung, die ich hier habe. Vielleicht hat es euch auch gut gefallen, dass Dave eben null Plan von Guanix hat. Und wenn ihr Spaß bei dieser Folge hattet, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten geht's beim nächsten Mal weiter hier mit Crash Bandicoot. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.